Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, und erstmal laufen wir so einer Schatzkiste, denn Geld schadet wohl nie. Vor allem bei Black Flag. Da gab es diese Kisten massenweise, einfach massenweise. Unfassbar. Nee, ja. Gut, einfach über den Tisch laufen, ist ja auch logisch. Ein paar Teekannen kaputt machen. Ist ja nix. Ist ja normal bei Assassin's Creed Unity. Wir sind ja so bescheuerte Menschen, die sowas halt machen. Ja, ist halt so. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich labern soll. Ich spiele jetzt einfach und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Naja, mir wird noch sicherlich was einfallen müssen sein sollen. Dem Dieb, warte, Zivilisten beschützen, ja, das mache ich gerne. Alter, wir sind scheiße. Heiliger Bimbam. Was war das denn jetzt? Meine heilige Fresse. Ja, guter Anfang, muss ich sagen. Hatte noch nie einen besseren Anfang. Sofort gestorben. Besser kann es ja nicht sein. Toll. Ja, mit der Schatzkiste hat sich gerade nicht so sehr gut gelohnt, sag ich mal. Also machen wir das nochmal. Wenn das hier mal nicht klappt, ja, dann mache ich das besser überhaupt nicht mehr. Dann mache ich einfach mit Mission weiter. Das muss ja mehr Spaß machen. Ja, hab kurz Pause gedrückt. Da sind die Typen schon wieder. Ich gehe lieber ruhig vorbei. Ja, hallo, alte Freunde. Ganz ruhig, ich mach doch nichts. Ich habe nur eine schwere Waffe, aber ich mache nichts. Nein. Ich hör kaum was im Spiel. So, ich bin langsam Vollstrecker geworden. Das inmitten des Spielers ist ja nicht schon, aber ist nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit Rüstung zu tun hat oder doch noch mit dem Können des Kämpfens. Das ist ja halt die Frage. Oh. Ja, begehen wir einfach irgendwie so ein Haus, das jemand gehört. Ja, hallo. Bin ich ja mal ein Besucher. Will Tee trinken. Logisch, das Spiel ist wirklich so logisch. 10 Meter nach unten springen? Nee, alles in Ordnung. Nichts passiert, man kann sofort weiterlaufen. Ja. Da ist schon die Kiste. Warte. Ist hier oben, oder? Ich bin so schlau. Meine Heilige. Nee, was? Hä? Wenn ich sie jetzt übersehen habe, dann bin ich wahrscheinlich richtig dumm. Also seht dumm aus, wenn ihr das guckt. Alter, bin ich dumm. Was hab ich? Oh mein Gott. Schwa? Hey, ja. So, jetzt können wir weiter. 100. Ich bin gelaufen. Ich bin gestorben. Ich habe mich dumm angestellt. Nur um 150 Froen zu sammeln. Willst du mich verarschen, Spiel? Oder ich mich selber, weil ich selber gestorben bin und selber mich dumm gestellt habe. Der ist Verbrecher. Verbrecher? Warte doch, Mann. Dann geht der seelenruhig. Als ob er nichts getan hätte, der Typ. So. Ja. So was passiert mit Räubern. Also, was haben wir dazu gelernt? Nee, nicht, dass man Leute mit Messern töten sollte. Und zwar vom Rücken. Und zwar. Nein. Dass man nicht rum sollte. Muss. Naja. Was habe ich heute mit Deutsch? Muss eine Packung Deutsch kaufen für 1,50 €. Kiosk. Beim Kiosk, Mann. Gut, machen wir dann sofort mit der Mission weiter. Ja, hallo. Ja, ich sollte beide töten. Mann, du Vollstrecker. Nee, das ist ein Axtkämpfer-Fettsack-Dingster. Axtkämpfer-Fettsack-Dingster. Meister von Namen. Ich weiß.
Bin ja auch schon da hinten. Aber erstmal eine Schatztruhe, die hier so schön rumliegt. Dafür haben wir auch diese zwei Typen umgebracht. Einer von denen war ein Axthalter Fettsack-Typ. Ding ist da. Nee, anders. Ja, egal. Ich frag mich, wieso ist das hier nicht einfach so durch die Straßen gehen können? Das sind doch wörtlich Mörder. Wieso können sie nicht durch die Straßen gehen? Das ist ein bisschen komisch. Okay. Vielleicht Mission beginnen und so. Wäre vielleicht möglich. Meine Fresse. Das Spiel ist verbuggt. So richtig verbuggt. Und? Alter! Du willst mich doch hart, Mann. Du mich auch. Und jetzt? Geht doch! Nein! Oh, yes. So macht man das. Babu, so. Was? Babu, Alter, was habe ich heute? Ja, da bin ich mal auch still. Wahrscheinlich seid ihr davon glücklich, dass ich still bin. Also zufrieden. Le Marat. Irgendwas anderes. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jama. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Wieso kann nicht diese rothaarige Olle etwas selber machen? Die war doch Templer und die hat Erfahrung. Wieso müssen wir alles immer machen? Das ist doch kein Questspiel wie WoW. Das ist doch Assassin's Creed hier. Immer. Wir kommen zu solchen Typen, beziehungsweise Frauen, beziehungsweise rothaarigen Frauen oder diese Elise. Okay, die ist rothaarig und eine Frau. Ja. Wieso können sie nicht selber was machen? Die sehen sportlich aus, sie sehen bewaffnet aus. Wieso sollen wir das machen? Mann. Okay, verstehe. Spiellogik, man muss ja auch spielen, aber von der normalen Logik her, das ist doch falsch. Nur falsch. Du mir applaudierst, ich hab's geschafft. Hey, kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Genau, ihr Deppen, ich hab den Dings da verpasst, wie das rum heißt. So, wir sollen das verfolgen. Verfolge ja, mach ich. Oh, Masch. Mach ich gerne, Mann. Tüte Deutsch wartet auf mich zu Hause. Schneller, ihr Hunde! Etwas? Wer hat mich Hund genannt? Oder was wurde Hund genannt? Ja. Eigentlich auch cool, dass sie das Ganze so perfekt gemacht hat. Perfekt gemacht worden ist. Worden war. Damit man da so schön rüberlaufen kann. Ein bisschen unrealistisch, dass alles so genau passt, aber ist cool, muss ich sagen. Ist cool. Leider mache ich das nicht so gut. Ah, Mann. Oh, meine Kletterkunst. Ich werde nie Pro-Gamer. Mein Wunsch erfüllt sich nie. Niemals. Mann. Sprung. Noch ein Sprung. Ich wette, das Ding fällt gleich runter. Was habe ich gesagt? Spiellogik. Egal, Mario oder Need for Speed, immer muss alles vor jemandem knallen und alles messerscharf. Wenn man eine Stunde lang davor stehen bleibt, passiert nichts. Ein Meter näher kommen, ist schon aus. Je l'ai reçu. Mann, ich war...
Mann. Je ne le sais pas. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Die Französin unter euch, ich entschuldige mich für mein schlimmes Französisch, was ich überhaupt nicht beherrsche. Ich verziehe mich. Geh Packung Deutsch kaufen. Oder lauft noch eine Runde, vielleicht schaffe ich ja diesmal. Bin zwar kein Pro-Gamer, aber ich bin trotzdem Spieler und ja, will das versuchen. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal in 80 Jahren. Milliarden, 1000, 800. 80 Milliarden, 800.000. 800, so. Weiter geht's. Also nicht weiter geht's, nochmal geht's und als wieder heute. Ja. Und nochmal derselbe Kram. Hier hochlaufen, dann springen. Das macht er eigentlich voll von selber. Ich konnte einfach den Joystick, diesen Knopf dann nach vorne halten, der würde einfach laufen. Fertig, da muss ich nichts machen. Wie konnte ich sowas versammeln. So, Mann. Gut, ich hoffe, ich schaffe das diesmal. Yes! Meister, ich habe es geschafft. Ausnahmsweise habe ich das geschafft. Ich hab's geschafft, wie es geplant wurde im Spiel. Das ist ja toll. Wieder, sag ich doch. Wenn ich davor stehen bleiben würde, würde nichts passieren. Ja, nichts. Spielhunde. Alter, wieso nennt er mich immer Hund? Katzen gibt es auch. Und Biber und. Und rothaarige Elise. Gut, diesmal muss ich erst schaffen. Wie es schafft nur Französisch? Russi. Je le Russi. Das ist sowas von falsch. Ich wette drauf. So richtig. Und? Ich hab's geschafft. Yes! So macht das der. Okay, ich bin kein Meister. So macht das ein normaler Spieler mit schlechter Erfahrung. So. Mann. Achtung! Da zog die Bugleine! Genau. Kapitän! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. Eine Madame befiehlt einen Mann, der doppelt so groß ist wie sie. Logisch. Nee, das war jetzt nicht ernst gemeint. Normalerweise Spiellogik. Frauen sind immer Kämpfer mit zwei Schwertern. Wer das Spiel nicht kennt, schämt sich. Sollte sich schämen. So. Gut. Und ich glaube, ich schäme mich gleich auch, weil ich werde das versemmeln. Ja, genau, versemmeln. Verbrötchen. Was für ein meisterhafter Sprung. Ich bin stolz auf mich. Einen halben Meter gesprungen. Das ist ja wundervoll. Gut, da kommt der Typ, der sieht gleich den Toten und... Oder bleibt... Ja, der hat den Toten gesehen. Ah, das... Ah, Schalampe, Mann. Dem hab ich doch... Ja, gut, das ist aus. Das, diese Runde war schlecht. Ich muss nochmal Anlauf nehmen. Also weglaufen wieder, nochmal hierher laufen und... Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Gut, ist gleich auch Folgenpäuschen, also Folge ist zu Ende und dann wird keine Folge mehr kommen, wie immer, weil ich keine Zeit dafür habe. Nee, egal. Ja. Da muss ich das Ganze nochmal versuchen, das wird eher spaßig. Nochmal hinlaufen, nochmal verstecken, nochmal jemanden töten. Hitman in Mittelalter. Ja. Hier wird der Typ verschleppt, passende Ende sozusagen. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt kein Zeitgefühl, also ich stelle mich nur auf meinem Timer. Wenn die Folge 5 Minuten lang wäre, würde ich es nicht merken. Ja gut, mit euch war Mann Grum? Hä? Was? Musili war mit euch. Und ja, tschüss.
glaube ich, Scheiße. Ja, bedeutet mal Musili, abonniert mich, wenn ihr das gut fandet. Wenn nicht, abonniert mich. Tschüss.